Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part The Council. Gott, ich musste niesen, den musste ich jetzt einmal rausschneiden. Wir sitzen hier immer noch mit diesem blöden Bibelrätsel, was mich einfach irre macht. Ich erwarte Ihre Antwort versteckt hinter. Das ist ja das, was wir im letzten Mal angefangen haben, dass wir hier in diesem Geheimraum sind und es mich wahnsinnig macht, dass ich nicht weiß, wie das zu lösen ist. Beim ersten war ich richtig gut und das muss doch bei dem kann das doch auch nicht viel schwerer sein. Also, wir haben, genau, sichere Konventionswehr haben wir gefunden, den richtigen Brief, das Kapitel. Ich bin erleichtert, dass Sie die Notiz gefunden haben. Ich hatte befürchtet, dass Sie der Code der zwei Pilgergruppen in die Irre führen würde. Holen Sie das Paket, Sie wissen, wo es ist. Verstecken Sie es, wo es niemand finden kann. Das ist zwingend notwendig. Ich erwarte Ihre Antwort versteckt hinter dem jüngsten Apostel. Der jüngste Apostel war der hier. So. Ich schau, denk nochmal über den Code nach. Über die Zahlen nachdenken. Haben wir zwar schon gemacht, aber ich will da nochmal drüber nachdenken. They should add a companion to their left and three to their right to complete their ranks. I imagine it applies to their code, the one Mother set up with the pilgrims. What's this? The group of pilgrims who Paul was talking to, and now John is telling them prophecies? Ja, ich brauche noch mal das ganze On the Ding. second day, the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add one companion to their left and three to their right to complete their rank. What does it mean? Eins und drei macht insgesamt fünf. Fünf. Vielleicht geht's um fünf. Warte mal, wie hieß er nochmal? I guess I'll just come back later. Ich muss mal ganz kurz überlegen, wer er war. St. John. Johannes, genau. Ich bin mir eigentlich sicher. Ich habe Ideen, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob die Ideen alle funktionieren. Ich will hier nicht jeden einzelnen blöden Bibelvers durchgehen. Also wir könnten über die Apostelgeschichten, das Evangelium nach Johannes nochmal schauen. Aber da ist jetzt auch nichts, was mir irgendwie. Die Apostelgeschichte eigentlich auch nichts. Die Offenbarung. Ich probiere mal das. Also. Zwei Pilgergruppen, eine links, eine rechts. Ich habe keinen. Ich teste es jetzt einfach durch. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat for a penny, and three measures of barley for a penny. And see thou hurt not the oil and the wine. Okay, das war's nicht. Wir testen die Offenbarung mal durch. Saying with a loud voice, worthy is the lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Also, weil mein Gehirn spuckt mir gerade nichts Vernünftiges auf, deswegen müssen wir uns da jetzt durchtesten. Es tut mir total leid, aber. And a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great. Wahrscheinlich dauert das so ewig, aber ich habe keine andere Idee. And the woman was given two wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, and times and a half a time, from the face of the serpent. Hey, a new note. It's been folded carefully in the corner of this page. The writing, it's not my mother's. S. I found the book in your effects. I've concealed it where no one can get their hands on it. I can assure you, awaiting your instructions, I will hear your reply like he who hears the angel. Hears the angel? What does that mean? Oh, it's probably the place where she was expecting to get the location of the next note. Ja, gut. Gott sei Dank hat das nicht so ewig lange gedauert. So, was haben wir jetzt? Pastoralbrief und die Offenbarung des Johannes, Kapitel 12, Vers 14. Keine Ahnung, wie man da hätte drauf kommen können. Ich habe das Buch unter ihren Sachen gefunden und habe es an einem Ort versteckt, an dem es niemand finden kann. Das ist sicher. Ich warte auf ihre Anweisung. Ich werde ihre Anweisung hören, so wie der, der den Engel hört. Das ist jetzt was damit, mit dem Bild zu tun? A drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Reni. He's represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit.
who appears here in the guise of an angel. Muss ja das sein. Muss ja das sein. There's something else behind this painting. It says half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? Ja, Korinth. Ich denke, dass wir jetzt uns mit den Korintherbriefen auseinandersetzen müssen irgendwie. I guess I'll just come back later. Ach shit, ich wollte nicht ganz weg. Die Korinther. Zweiter Korintherbrief. Ich habe doch keine Ahnung, Leute. Es tut mir so leid, aber wir müssen uns jetzt hier einfach durchprobieren. Because we look not at the things that are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ich probiere es jetzt einfach aus, weil ich halt. How shall not the ministration keine Ahnung habe. Hm. Now I pray to God that ye do no evil, not that we should appear approved, but that ye should do that which is honest, for we are as reprobates. Gut, das war's auch nicht. Ich teste mich hier durch. Es tut mir unheimlich leid. Oh ne, das war der falsche. Weil ich echt keine Ahnung habe. We are unto God a sweet savor of Christ, in them that are saved and in them that perish. Gut, das war's auch nicht. Vielleicht ist es im ersten Korintherbrief. If we have hope in Christ in this life only, we are of all men most miserable. Ich habe keinen Plan. For you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ich habe null Plan. Ich habe null Plan. Ich war vorhin, wo ich dachte, boah, ich weiß es, und jetzt denke ich mir so, nee, ich habe keine Ahnung. For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. Alter, wenn das jetzt nicht aus dem der ist, ne, dann. Now therefore, there is utterly a fault among you, because ye go to law with one another. Why do ye not rather suffer injustice? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Ah, look, here's a message. It is of paramount importance that no one finds it. Watch out for the Prussian. He's on the trail. Let's meet up. I'll leave it to you to organize the rendezvous. Not today. I'm unable to do it. In the meantime, I'll follow the first group to Mark, who will reveal the answer to them. And that first group of pilgrims, how many are there now? If I refer to the chapter I'm reading at the moment, six. Wartet mal. Wir sollten uns treffen. Sagen Sie mir nun, wo, aber nicht heute. Ich kann nicht. In der Zwischenzeit folge ich der ersten Gruppe zu Markus, der Ihnen die Antwort verraten wird. Haben wir hier irgendwas von Markus? Nee, ne? Ich habe mir das alles nicht gemerkt. Das ist so schlimm. Painting of St. Mark from the collection of the apostles by Guido Reni. There's nothing worth noticing here. Da war doch das, was auf dem. It's too cumbersome for me to unhook here, but judging by the dust, it hasn't been moved for months, if not years. Ich glaube, das war doch hier das, was auf der Kommode stand, was wir nicht lesen konnten, ne? Little characters are engraved in the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew. Ja, aber Hebräisch kann ich ja nicht, also fällt das aus. Okay, also Markus. Markus und irgendwas mit 6. Na, guck mal, vielleicht kriegen wir es heraus, vielleicht auch nicht. Vielleicht dauert das jetzt auch einfach ein bisschen. So. Müsste ja hier in den Apostelgeschichten von Waren wir jetzt bei Markus? Ja. Wenn er der ersten Gruppe folgt. Es kam zu pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in Jordan. Das war's wohl nicht. And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet. Okay, das war's wohl auch nicht. And as they did eat, Jesus took bread and blessed it and broke it and gave it to them,
and said, "Take, eat. This is my body." No, was ist es denn? Then came together unto him the Pharisees and certain of the scribes, which came from Jerusalem. Mann, das war's auch nicht. Verdammt. Then they suborned men, which said, "We have heard him speak blasphemous words against Moses and against God." Oh, ich krieg die Krise. In der Zwischenzeit folge ich der ersten Gruppe zu Markus, der ihnen die Antwort verraten wird. Vielleicht ist es auch im Hebräerbrief, weil da Hebräisch auf dem Tisch ist. But that which beareth thorns and briars is rejected and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Here's a message. Ah, gefunden. There are some complications. Indeed, the Prussian is insistent. What's happening at your end? Do you need help? If tonight is not possible, let's see tomorrow evening in the south room where we reviewed the situation. When Paul understood that only the acts counted, he went back on his tracks. I await your confirmation to his left in the company of the pilgrims that have joined him. Yeah, this last comment is about their code. I should find new pilgrims near Paul. Es macht mich irre, ne? Ich verstehe es einfach nicht. Es ist zu, mein Gehirn kriegt das gerade nicht. Ich liebe Rätsel. Das wissen alle, die mir schon länger zugucken, dass ich Rätselspiele liebe, ne? Aber das macht mein Gehirn, kann das gerade nicht verarbeiten. Also, es gibt eine Komplikation. Der Preuß ist wirklich beharrlich. Damit gehe ich davon aus, dass Sie von Wöllner meinen. Gibt es bei Ihnen Neuigkeiten? Brauchen Sie Hilfe? Wenn es heute Abend nicht geht, verschieben wir es auf morgen Abend im Zimmer auf der Südseite, wo wir die Lage besprochen haben. Als Paulus verstand, dass nur Taten zählen, war er wieder auf dem richtigen Weg. Ich erwarte Ihre Bestätigung links von ihm, in Gesellschaft der Pilger, die sich ihm angeschlossen haben. So, ist Paulus hier draußen auf dem Bild? Das hier Paulus? St. Paul on the road to Damascus, by Caravaggio. Wir gucken uns das nochmal alles an. Taking a magnificent command of black and the play of colors too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his Savior. St. Paul is the only saint to be presented twice in these paintings, contrary to the other apostles. How come? Das ist eine gute Frage. This painting has been hanging here for a long time. A lot of dust has built up on it. Well, a finger has drawn a number in the thin layer of dust. I can read the number 4. Okay, also wir brauchen irgendwas mit Paulus und der Zahl 4. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, ob wir dabei fündig werden. So, das ist die Bibel. Paulusbrief. Oh, ich bin noch da. Wir gucken mal. Hier ist nichts mit einer 4. Ich gehe erstmal so auf die Suche, dass wir irgendwas finden, wo eine 4 mit drin ist. Das da. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Gut, das war's nicht. Hätte ja klappen können. Also ich war bei dem Philipperbrief. Dann gucken wir uns den mal an. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Also ich teste die jetzt tatsächlich einfach alle mal durch, wo überall eine 4 drin auftaucht. In him God has chosen us before the foundation of the world, that we may be holy and blameless before him. Also eigentlich bin ich der Meinung, dass es wahrscheinlich hier in den zweiten Paulusbriefen irgendwo sein müsste, weil da die 4 war und weil er halt doppelt dargestellt ist, aber keine Ahnung. Not in the lustful desire, even as the Gentiles who knew not God.
Nee, okay, das war's nicht. Hier ist sonst auch nichts mehr mit 4. Ich habe doch keine Ahnung, ey. Because we look not at the things that are seen, but also wir werden jetzt hier einiges doppelt hören, aber es tut mir echt leid, ey. The things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Irre macht mich das. Irre, dass ich das wieder nicht rauskriege und weil mein Gehirn das wieder gerade einfach nicht ausspucken will. Wenn es in der Apostelgeschichte vielleicht drin? Nee. Oh, ich habe keine Ahnung. Es macht mich irre. Als Paulus verstand, dass nur Taten zählen, war er wieder auf dem richtigen Weg. Ich erwarte ihre Bestätigung links von ihm, in Gesellschaft der Pilger, die sich ihm angeschlossen haben. I guess I'll just come back later. Ist da vielleicht noch irgendein Hinweis, den ich... Ich habe halt keine Ahnung von der Geschichte. Ich bin da echt schlecht drin, ne? Aber hier ist nicht noch irgendwas versteckt, oder? Hier ist ja auch nicht noch ein Gemälde. Oh Gott, er ist ja so spooky wieder. What comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Links von Paulus. Also es macht mich halt gerade tatsächlich irgendwie irre, ne? Ich bin wirklich kurz davor, das nachzugucken, weil ich nicht weiß, worauf das hinausläuft. Gut. Ich habe jetzt nachgeguckt, tatsächlich. Es soll die Apostelgeschichte sein. Und zwar das. And he became very hungry and would have eaten, but while they were made ready, he fell into a trance. Hey, there's a note here. A message from Mother in reply to E. We must leave urgently, but first I absolutely must go beyond the nightmare. Watch out for Volner. He figured out I was avoiding him. Allay suspicion. See you tomorrow evening. Stand ready. For now, let's cease all communication until we meet. Take care of yourself. I suppose this must be the last message. What happened afterward? If it's what I suspect, I fear the worst. What did Mother mean by, I absolutely must go beyond the nightmare? I must go beyond the nightmare. What does she mean by that? Allegorisch oder wörtlich gemeint? Ich glaube, es ist wörtlich gemeint. Das ist bestimmt wieder irgendein fucking Bild, ey. Das allein dieses Bibelrätsel hat mich schon irre gemacht. Ich wäre davon alleine nie drauf gekommen, dass das der Punkt gewesen wäre. Ich meine, 4 vielleicht wegen den 4 Aposteln. Ja. Und, ach, keine Ahnung. Das macht mich irre. Ich habe jetzt auch nicht weitergelesen, ich habe mir wirklich nur das rausgesucht. Ich würde sagen, es ist wörtlich gemeint. Clearly she must be trying to do something useful, but what? The nightmare. Does that remind me of anything? Ich würde sagen, es ist ein Gegenstand oder ein Ort. It probably has to do with an object or something. Granting that this is the case, where might it be found? Oh, ich versuche mich daran zu erinnern. Das ist zwar mega teuer, aber ich habe ja noch genug, wo mich das auffüllen kann. Ey, aber ich krieg's nicht hin. It was a study. I'm practically sure of it. Yes, it's the painting that was behind Mortimer's study. Well, let's see if Mortimer has anything to hide behind his painting. Nein, geh nicht raus. Ich muss da noch Sachen einsammeln. Mortimer's getting his guests together. I ought to join them, so I don't look suspicious. Ja, oh Gott sei Dank. Oh Gott, diese Nachricht aus der Bibel, ne? Halleluja. Das ist ja, wir müssen dringend aufbauen. Oh Gott, ey.
So, was war jetzt? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich kann mir das auch immer nicht merken. Das nach unten macht meine Konzentrationspunkte wieder. Ich nehme davon mal welche. So. Gucken wir mal, ob wir hiervon noch ein bisschen was einsammeln können. Nein, das war Karmelitengeist. Wenn wir hier noch irgendwas davon rumstehen, ansonsten habe ich es jetzt halt. Nee. Dann habe ich das jetzt halt umsonst irgendwie verbraucht, weil ich es halt nicht wieder einsammeln kann. Ist aber nicht so schlimm. So, und ich hatte mir doch auch aufgeschrieben, genau. Das war diese andere Kiste. Ich habe mir angefangen, diese Kisten irgendwo aufzuschreiben. Gut, dann gehen wir jetzt mal. Schließe dich den anderen Gästen an. Alter, das hat mich ja gerade irre gemacht. Oh, Episode 2, Kapitel 5 ist vorbei. Ich habe mich geweigert, dort Mortimer entschuldigen zu nennen. Ich habe verstanden, worum es in Mutters Nachricht ging. Na, Gott sei Dank. Ich habe die gesamte Korrespondenz zwischen meiner Mutter und ihr gefunden. Ich habe die Nachricht meiner Mutter gefunden. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, man hätte es halt auch nicht finden können. Man hätte es halt irgendwann durch Probieren geschafft. So, wir haben 8 Punkte. So, jetzt ist die Frage, ob ich Manipulation, Okkultismus. Es wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir Okkultismus irgendwie mal ein bisschen beherrschen. Genauso wie vielleicht ein bisschen Wissenschaft, Belesenheit. Der kommt in Gewandtheit. So würde ich das einfach machen. Keine Ahnung, ob das gut ist. Wir machen das jetzt einfach so. Ist halt so. Wir können ja auch noch Dinge lesen, um da noch mehr Punkte zu kriegen für irgendwas. Genau. So, wir dürfen 3 Manuskripte auswählen. Ich würde sagen, warte mal, die Enzyklopädie bringt mir jeweils einen Punkt. Ein Punkt in Befragung, Okkultismus, Sprachen, Manipulation, Belesenheit, Ablenkung, Etikette. Also ich würde sagen, wir lesen auf jeden Fall das. Das. Und das. Also ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Ich mache das nach Gefühl. It's time I went back and joined everyone in the small salon. Jetzt steht da vorne der Typ, kann ich mit dem reden? Hallo. You are expected in the small salon, sir. Dankeschön für die Information. So, da vorne sind die Treppen. Wir laufen jetzt mal so rum, weil ich gucken will, ob wir vielleicht noch irgendwas haben, was wir zwischendrin einsammeln können. Weil manchmal stehen hier ja immer noch so Dinge rum. Huch. Ob ich da nochmal rein darf? Nee, schade. Hätte ja sein können. Weil, wie gesagt, manchmal stehen hier ja noch so ein paar Dinge rum, die man dann nochmal einsammeln kann, die vorher komischerweise nicht da waren. Das will ich jetzt auf jeden Fall mal schauen. Wie gesagt, manchmal hat man ja Glück, so wie dass man hier zufällig irgendwelche Schlüssel findet. Nee, da ist nichts. So. Laufen ja immer wild im Kreis. Nee, das ist auch nichts. Wie gesagt, beim letzten Mal habe ich hier durch Zufall auch noch irgendwelche Sachen gefunden, wo ich mir dachte, so, hä, wo kommen die denn auf einmal her? Das machen wir jetzt halt auch einfach nochmal. Wir gucken nochmal. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir jetzt hier irgendwas Neues finden, aber gucken kostet nichts außer Zeit. Ah, Effekt. Hier darf ich also nicht lang. Ich muss also hinten die andere Tür nehmen. Also man zwingt mich quasi dazu. Na, herzlichen Glückwunsch. Die Treppe hier. Ja, gut. Dann nehmen wir wohl die. Bin gespannt, Leute. Emily, I must speak to you. What's the matter, Louis? I have news about your sister. What?
Okay, und bevor er ihr sagt, dass er weiß, dass dass ihre Schwester tot ist, ich weiß gerade richtig fies, beende ich den Part an dieser Stelle. Ich habe gerade gesehen, dass wir schon viel zu lange aufnehmen. Ich meine, ich habe auch ewig an diesem Rätsel gehangen. Aber ihr Lieben, diesen Knaller, den lüften wir erst im nächsten Part. Wenn es euch also gefallen hat, könnt ihr morgen bitte gerne wieder mit dabei sein. Und bis dahin, tschüss. Ach so, und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Das habe ich am Anfang vergessen. Tschüss.